Hallo und willkommen zu einem größeren Kapitel. Es wird nur um eine Stoffgruppe gehen: die Statine, die CSE-Hemmer oder die HMG-CoA-Reduktase-Hemmer. Diese dienen dazu, das LDL-Cholesterin im Blut zu senken. Diese LDL-Werte sind die problematischen Fettwerte bei einer LDL-Hypercholesterinämie. Und hier werden Substanzen eingesetzt, die letztlich an den LDL-Rezeptoren angreifen, die Anzahl verändern. Beispielsweise, es gibt mehr LDL-Rezeptoren auf der Leberzelle, das was wir hier sehen in grün. In der Folge davon, es wird mehr LDL in die Leberzelle hinein transportiert und damit sinkt der Blutspiegel an LDL. Also es kommt zu einer verminderten Cholesterinverfügbarkeit in der Leberzelle. Die Zelle baut vermehrt LDL-Rezeptoren ein und nimmt vermehrt LDL-Cholesterin auf. Was wir heute besprechen werden, sind die Statine oder die CSE-Hemmer. Diese erkennen wir an der Endung Statin, beispielsweise das Simvastatin. Kurz zur Cholesterinsynthese. Diese läuft in einem vielstufigen Prozess in der Leber, insbesondere in der Leber, aber auch im Gehirn ab. Das Cholesterin ist nicht ZNS-gängig, deshalb muss das Gehirn sein Cholesterin selbst herstellen. Das Ganze läuft über Isoprenoide und startet beim Citrat. Aus dem Citrat entsteht Acetyl-Coenzym A und letztlich dann die nächsten Stufen, das HMG-CoA. Und dieses wird umgewandelt durch die HMG-CoA-Reduktase in die Mevalonsäure, das Mevalonat. Das, was wir hier sehen. Also hier ist unser Enzym, die HMG-CoA-Reduktase, die letztlich die Mevalonsäure produziert. Und dann geht es weiter bis zum Cholesterin. Es geht aber auch weiter zum Coenzym Q10. Oder zu den isoprenylierten Proteinen. Das heißt, wenn wir diesen Schritt hier hemmen durch die Statine, durch die HMG-CoA-Reduktase-Hemmer-Inhibitoren, wird weniger Cholesterin produziert, es wird aber auch weniger Coenzym Q10, Ubiquinon, produziert. Dadurch könnten die Muskelbeschwerden entstehen und es werden weniger Proteine isoprenylisiert. Dies könnte dann für die sogenannten Pleiotropen-Effekte verantwortlich sein. Diese werden wir uns gleich anschauen. Wenn also nun dieses Enzym, die HMG-CoA-Reduktase oder das Cholesterinsynthese-Enzym gehemmt wird, ist in der Leberzelle zu wenig Cholesterin vorhanden. Es werden deshalb mehr LDL-Rezeptoren gebildet, es wird mehr LDL-Cholesterin aus dem Blut aufgenommen und damit sinkt die Konzentration im Blut. Also hat die Leberzelle genug Cholesterin, wird zum einen A die endogene körpereigene Synthese reduziert und B die Aufnahme in der Leberzelle heruntergefahren. Und jetzt macht man ja das Gegenteil, man senkt die Cholesterinkonzentration in der Leberzelle, indem man die endogene Synthese hemmt. Das in die Leberzelle aufgenommene Cholesterin wird zum Teil in Gallensäuren, in Form von Gallensäuren, in den Darm abgegeben, emulgiert hier die Fette und diese Gallensäuren können rückresorbiert werden. Das passiert insbesondere im Ileum aktiv. Das heißt, die Gallensäuren unterliegen dem enterohepatischen Kreislauf. Auch das wird ein Angriffspunkt sein. Wenn wir die Gallensäuren vermehrt zur Ausscheidung bringen, müssen diese aus Cholesterin neu hergestellt werden und damit sinkt der Cholesterinspiegel. Die Abbildung hatten wir uns eben schon angeguckt. Also die HMG-CoA-Reduktase katalysiert die Umwandlung von HMG-CoA zur Mevalonsäure. Schauen wir uns nun die Statine näher an. Diese hemmen das Schlüsselenzym der Cholesterinsynthese in der Leber insbesondere, und zwar die HMG-CoA-Reduktase, also die Hydroxymethylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase oder abgekürzt CSE, das Cholesterinsynthese-Enzym. Es entsteht weniger Mevalonsäure und in der Folge weniger Cholesterin.
Aber es kommt auch zu anderen Funktionsstörungen. Ich verweise auf die Abbildung, die wir uns eben angeschaut haben. Wieso hemmen die Statine das Enzym? Das ist erklärbar, wenn wir uns die Strukturen anschauen. Hier haben wir das HMG-CoA, hier haben wir die Mevalonsäure und hier haben wir die aktive Form der Statine. Man erkennt die Ähnlichkeiten. Also Folge, das Enzym wird dann blockiert und in seiner Funktion gehemmt. Es gibt zwei Statine, die haben ursprünglich eine Lactonform, das was wir hier sehen. Lactone sind Ester. Das Ganze ist dann ein Protrag und das Lovastatin und Simvastatin, das sind die beiden Statine, diese müssen aktiviert werden. Das heißt, unser Ester, unser Lacton wird gespalten und es entsteht zum einen die Säuregruppe und hier die alkoholische Gruppe. Was wir auch sehen, das Pravastatin, wir haben hier eine OH-Gruppe mehr, das heißt, das ist eine hydrophilere Substanz. Und, das kommt später nochmal, je hydrophiler, desto weniger Wirkung und Nebenwirkungen haben wir in den Muskelzellen. Die Substanz kommt dann weniger in die Muskelzellen hinein. Das heißt, sie ist hepatoselektiver, also wirkt vermehrt in der Leber. Die systemische Verfügbarkeit der Statine ist abhängig zum einen von der Resorptionsquote und zum anderen vom First-Pass-Effekt in der Leber. Und hier unterscheiden sich die Statine sehr stark teilweise voneinander, beispielsweise das Simvastatin. Wir haben eine Resorption von 60%, aber nur eine Bioverfügbarkeit von 5%. Anders das Rosuvastatin, eine Resorption von 20% und praktisch die gleiche Bioverfügbarkeit. Also beim Simvastatin haben wir einen sehr viel stärkeren First-Pass-Effekt als beim Rosuvastatin. Zu den Indikationen. Die Behandlung einer Hypercholesterinämie. Zusätzlich, das sind die Grunddinge, die man beachten muss, Diät und Bewegung, Gewichtsreduktion. Das heißt, das steht immer im Vordergrund und wenn das nicht ausreicht, werden zusätzlich Medikamente eingesetzt. Es sollen letztlich kardiovaskuläre Ereignisse verhindert werden. Der Einsatz erfolgt also dann bei entsprechenden kardiovaskulären Risiken, also der koronaren Herzkrankheit, der Angina pectoris und nach einem Herzinfarkt oder nach einem Schlaganfall. Das heißt, dann befinden wir uns in der Sekundärprävention. Es soll ein nochmaliges Ereignis verhindert werden. Und wichtig, nach einem Herzinfarkt beispielsweise wird auf jeden Fall ein Statin gegeben, auch wenn die Cholesterinwerte normal sind. Also es erfolgt die sofortige Gabe nach einem akuten Koronarsyndrom, unabhängig von den LDL-Werten. Die Statine sind die einzigen Lipidsenker, die letztlich das kardiovaskuläre Risiko senken. Einen Nachteil haben sie. Es dauert relativ lang, bis die Wirkung eintritt. Das sind Wochen. Aber wir hatten ja gesagt, die Cholesterinwerte sind wie träge Elefanten. Das heißt, sie bewegen sich nur sehr wenig nach oben oder unten. Nun zur Primärprävention. Das heißt, es wird ein Medikament gegeben, bevor es zum Herzinfarkt kommt. Was macht man, wenn ein hohes Risiko besteht, also bei Hochrisikopatienten? Auch hier, die Beurteilung kann erst nach längeren Zeiträumen erfolgen. Also die Cholesterinwerte sind sehr, sehr träge. Was aber möglich ist, gerade bei Jüngeren, es kann sogar zur Rückbildung von Plaques kommen und es kann zur Umwandlung von instabilen zu stabilen Plaques kommen. Also Vorbeugung deshalb, Primärprävention bei Risikopatienten und je höher das Risiko ist, desto stärker profitieren die Patienten dann von einer Statintherapie. Was man normalerweise aber nicht macht, ist hier eine Hochdosistherapie oder die Titration auf bestimmte LDL-Werte. Kurz zu dem, was die Kasse bezahlt. Es gibt Arzneimittelrichtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses, also Verordnungseinschränkungen. Und da ist zu finden, Lipidsenker übernimmt die Kasse nur bei bestehender vaskulärer Erkrankung. Also bei Manifestation beispielsweise der PAVK oder im Herzbereich die KHK oder zerebrovaskuläre Manifestation, also im Gehirn. Das sind ja vor allem die drei Folgen, die entstehen können: Herzinfarkt, Hirnschlag
und die PAVK. Also bei hohem kardiovaskulärem Risiko oder aber auch bei genetisch bedingter familiärer Chylomicronämie, dem Syndrom. Das heißt, wir haben hier eine erhöhte Anzahl von Chylomikronen, von Triglyceriden, und das kann zur Pankreatitis führen. Also nochmal beim Kassenrezept, alleinige hohe LDL-Werte reichen nicht aus. Muss zusätzlich ein höheres Risiko bestehen. Die Wirkung bei familiärer, primärer Dyslipidämie ist gering. Das heißt, es hält sich in Grenzen. Was war das nochmal? Das hatten wir besprochen. In dem Fall geht es um genetische Defekte, die dann beispielsweise auch zu Defekten, zu Fehlern, Fehlen von LDL-Rezeptoren führen. Wenn so etwas familiär bedingt, also genetisch bedingt auftritt, haben wir schon von Geburt an sehr hohe LDL-Werte. Nun zu den eben schon angesprochenen pleiotropen, also vielfältigen Effekten. Die Bedeutung der Effekte ist unklar. Für die Langzeitwirkung könnten sie aber von großer Bedeutung sein. Das heißt, wir haben Effekte, die unabhängig von der LDL-Senkung sind. Und hier wird immer wieder diskutiert, was wirkt jetzt wirklich? Ist es die LDL-Senkung oder sind es die Pleiotropen-Effekte? Diese Effekte sind zum einen antientzündliche Wirkung. Die Mevalonsäure wirkt proinflammatorisch, also proentzündlich. Entsprechend die CSE-Hämmer antientzündlich. Der CRP-Wert, das C-reaktive Protein, ein Entzündungsparameter, kann gesenkt werden. Es könnten Radikale abgefangen werden und damit der oxidative Stress, die Oxidation von LDL verhindert werden. Es kommt zum Anstieg von HDL. Es wird mehr NO produziert, das heißt die Gefäßweitstellung wird gefördert. Außerdem kommt es zu einer angiogenetischen Potenz, also es werden neue Gefäße gebildet, beispielsweise im Herzbereich, im Koronarienbereich. Es entstehen Kollateralgefäße. Es kann zur Volumenreduktion und zur Stabilisierung der Plaques kommen. Das sogenannte Remodeling des Herzens, also die Umwandlung von Herzmuskulatur in nicht mehr funktionsfähiges Herzgewebe, wird verzögert zumindest. Und es kommt zu einer Reduzierung der Plättchenaggregation. Also es entstehen nicht so leicht Thromben. Diese pleiotropen Effekte haben wir in der Peripherie. Das heißt, günstig ist in dem Fall eine möglichst große Bioverfügbarkeit. Also es muss viel Substanz ins System kommen. Damit steigt jedoch die Gefahr von unseren Muskelbeschwerden, die Myopathien. Also in Bezug auf die Myopathien wäre eine geringe systemische Verfügbarkeit wünschenswert. Für die LDL-Senkung hingegen ist es wichtig, dass möglichst viel in der Leber wirkt. Und für die Pleiotropeneffekte ist es wichtig, dass möglichst viel ins System und damit aber auch zur Muskulatur kommt. Und damit steigt eben die Gefahr von Muskelproblemen. Entsprechend wird dann über den Einsatz heftig diskutiert. Es gibt das sogenannte Fire and Forget, das heißt, man gibt eine feste, eine fixe Dosis, beziehungsweise die gerade noch verträgliche Hochdosis, ohne Kontrolle der LDL-Werte. Die Wirkung wahrscheinlich in dem Fall verstärkt über die pleiotropen Effekte. Andere Therapieziele. Das Treat-to-Target, das heißt, hier werden LDL-Werte festgesetzt, die man erreichen will. Bei hohem Risiko unter 50, teilweise sogar unter 55 Milligramm soll das heißen, kein MD, also Milligramm pro Deziliter. Und das erreicht man nur durch potente Statine, beziehungsweise auch durch die PCSK9-Inhibitoren. Die Reduktion, die man erreichen will, sollte dann alternativ mindestens 50% betragen, also 50% des Ausgangswertes an LDL. Es gibt niederpotente Statine, das Simvastatin, das Fluvastatin, das Pravastatin. Diese senken die LDL-Werte so um die 20 bis 30%. Und es gibt die Superstatine, wie das Rosuvastatin und das Atorvastatin. Diese senken die LDL-Werte um 50%, teilweise sogar ein bisschen mehr.
Es gibt eine 6%-Regel. Die doppelte Standarddosis reduziert den LDL-Wert nur um weitere 6%. Also das wäre ein Argument gegen eine starke Dosiserhöhung. Man erreicht schon mit der Standarddosierung sehr, sehr viel. Und für jede weitere Wirkung muss man doch extrem hohe Dosen einsetzen. In niedriger Dosierung haben wir jedoch weniger pleiotrope Wirkungen. Hier sehen wir die normalen Dosierungen. Beispielsweise beim Simvastatin erreichen wir bis zu 40%, was heute nicht mehr empfohlen wird wegen der Nebenwirkungen, die 80 Milligramm Dosierung. Das können wir beim Atorvastatin einsetzen und da kommen wir über 50% Reduktion. Die Statine werden normalerweise abends eingenommen, denn nachts ist die Cholesterinsynthese am stärksten, also unser Enzym ist am aktivsten. Ausnahmen sind die Substanzen mit langer Halbwertszeit, so zählt das Atorva und das Rosuvastatin. Diese sind gleichzeitig ja auch Superstatine. Diese können unabhängig von der Tageszeit eingenommen werden. Bitte genau die Hinweise in der Packungsbeilage beachten in Bezug auf den Einfluss des Essens. Beim Simvastatin ist zu finden kein Einfluss, während beim Lovastatin beispielsweise zu finden ist in der Fachinformation, wurde die Substanz auf nüchternen Magen eingenommen, haben wir nur etwa 2/3 der Plasmakonzentration im Vergleich zu derjenigen, die zu finden ist, wenn das Ganze mit einer standardisierten Mahlzeit eingenommen wurde. Also wichtig auf jeden Fall, die Statine sollten immer unter gleichen Bedingungen eingenommen werden. Also Konstanz ist wichtig. Ein kurzer Ausflug in die Schwangerschaft und hier auch zu Embryotox. Wir finden häufig kontraindiziert. Beim Tier gab es teratogene Wirkungen, beim Menschen kann das Ganze noch nicht abschließend beurteilt werden. Bei Embryotox ist zu finden Vorsicht. Also die Statinbehandlung sollte in der Schwangerschaft pausiert werden, außer in besonderen Fällen, in denen eindeutige Risiken für die Schwangere bestehen durch einen hohen LDL-Wert. Nun zu den Nebenwirkungen. Diese sind vielfältig, aber Gott sei Dank in den meisten Fällen treten sie selten auf. Es kann zu Magen-Darm-Beschwerden kommen, Übelkeit, Verstopfung oder das Gegenteil, Durchfall. Es kann zu Müdigkeit kommen und zu eingeschränkter körperlicher Belastbarkeit. Das ist mit ein Grund, die abnehmende körperliche Belastbarkeit, die neben der Angst vor Nebenwirkungen, vor allem vor den Muskelbeschwerden, dazu führt, dass viele Patienten ihr Arzneimittel irgendwann nicht mehr konsequent einnehmen. Dazu kommt ja, die hohen Fettwerte tun im Moment nicht weh. Also hier der sogenannte Nocebo-Effekt, der zur Non-Adherenz führt. Dann können häufig Kopfschmerzen auftreten, die Leberwerte sind zu kontrollieren und eventuell das verringerte Cholesterin destabilisiert die Zellmembran der Hepatozyten. Entsprechend laufen die Hepatozyten aus und die Leberwerte steigen, also GOT und GPT. Wenn Atembeschwerden, Husten auftreten, zum Arzt gehen, das könnte der Hinweis auf eine Lungenerkrankung sein. In seltenen Fällen psychische Störungen, Depressionen, Albträume oder aber auch Erektionsstörungen beim Mann. Ein Gedächtnisverlust kann auftreten, theoretisch. Es sind in der Regel reversible kognitive Störungen bei hohen Dosen. Nach neueren Erkenntnissen könnten die Statine jedoch sogar neuroprotektiv wirken. Der Grund, warum es hier zu Störungen kommen könnte, das Cholesterin ist wichtig am Aufbau des Myelins im Nervensystem. Das Myelin war ja unsere Isolierschicht um die Nerven herum. Dann ist das Risiko erhöht, an Zucker zu erkranken. Also wir haben ein erhöhtes Diabetesrisiko und das Ganze bei reduziertem kardiovaskulärem Risiko. Auch beim Diabetiker überwiegen die Vorteile jedoch in der Regel. Das heißt, das kardiovaskuläre Risiko, was reduziert wird, ist wichtiger als die eventuelle Verschlechterung eines Diabetes. Auf jeden Fall bei gefährdeten Patienten regelmäßige Kontrolle Zuckerwert und den Langzeitwert HbA1c.
Jetzt kommen wir in den Bereich der Muskulatur. Es kann zur Muskelschwäche, zu Muskelkrämpfen kommen, zu Taubheit in den Beinen und zu Sehnenrissen. Das Ganze ist als SAMS abgekürzt, also statin-assoziierte Muskelsymptome, wie Muskelschmerzen beispielsweise, die Myalgie. Überbegriff wäre die Myopathie, also alle möglichen Muskelleiden, Muskelprobleme. Im schlimmsten Fall kommt es zur Rhabdomyolyse, also zur Auflösung der quergestreiften Muskulatur, beispielsweise im Arm-, im Beinbereich. Es wird vermehrt Myoglobin freigesetzt und das belastet die Niere. Die Nierenfilter werden verstopft, es kann zum Tubulusschaden kommen und letztlich zur Anurie. Das Ganze wird als Crashniere bezeichnet. Ich verweise auf das, was wir bei der malignen Hyperthermie besprochen haben. Hier kommt es ja während der Narkose zu massiven Muskelkontraktionen und auch das führt zur Auflösung der quergestreiften Muskulatur. Was macht man nun, wenn es so weit gekommen ist? Es wird eingesetzt, eine forcierte Diurese, um das Myoglobin möglichst schnell auszuscheiden und auch zu verdünnen im Nierenbereich. Außerdem wird der Urin alkalisiert, dadurch wird das Ausfallen des Myoglobins verzögert. Im schlimmsten Fall muss eine Dialyse kurzfristig zum Einsatz kommen, also die künstliche Niere, um das Myoglobin aus dem Blut zu entfernen. Für den Patienten gilt auf jeden Fall bei Muskelschmerzen, ohne dass eine Ursache erkennbar ist, also ohne große sportliche Aktivitäten, bei Muskelschwäche, bei Krämpfen, den Arzt aufsuchen oder wenn der Urin dunkelrötlich ist und schäumt. In dem Fall wird der Arzt den CK-Wert bestimmen, die Kreatinkinase, und zwar in dem Fall die Kreatinkinase aus der Muskelmasse. Risikofaktoren für solche Muskelbeschwerden sind eine hohe Dosis, ein höheres Alter ab 75, ab 80, Frauen, ein niedriger BMI, sehr viel Alkohol, schweres körperliches Arbeiten, Training, eine Hypothyreose, ein Vitamin-D-Mangel, viel Krebsfurcht, eine akute Infektion oder auch größere Operationen. Die Ursachen könnten sein ein Ubichinon-Mangel, also Mangel an Coenzym Q10. Wir hatten das eben erwähnt. Hier wird versucht, durch Zufuhr von außen, etwa 100 Milligramm pro Tag, das Ganze zu verzögern bzw. zu verhindern. Der Effekt ist umstritten. Ursache könnte sein ein Vitamin-K-Mangel, entsprechend Vitamin-K zuführen. Ursache könnte auch sein ein Mangel an Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Auch hier ein Versuch ist es wert. Präparate über 4 bis 8 Wochen zuführen und einfach mal schauen, wird es besser. Zu der Häufigkeit. Es kommt ganz, ganz selten vor, dass es zu starken Myoglobinämien kommt, also zur Rhabdomyolyse. In der Regel sind die CK-Werte leicht erhöht. Was heißt das jetzt? Also hier sind die Normalwerte angegeben für die Männer, etwas höher als für die Frauen. Die Kreatinkinase, nicht Kreatinin, sondern Kreatinkinase, sollte also dann gemessen werden. Vor Beginn der Therapie, nach jeder Dosissteigerung und 4 bis 6 Wochen nach Beginn der Therapie. Kritisch ist ein Anstieg über 5. Das heißt, wenn das jetzt 2-3 ist, sollte vorsichtig therapiert werden unter weiterer engmaschiger Kontrolle, gegebenenfalls die Dosis reduzieren oder ein weniger potentes Statin einsetzen. Kommen wir hier gleich zu den Maßnahmen. Ganz kritisch wird es, wenn der CK-Wert über der Norm 10-fach liegt. In dem Fall erfordert das eine sofortige Beendigung der Behandlung und normalerweise eine klinische Versorgung. Nun zu den Maßnahmen, abhängig vom Schweregrad. Statin pausieren eine gewisse Zeit, Dosis reduzieren, gegebenenfalls dann einen weiteren Senker für den LDL-Wert einsetzen, das Ezetimib. Werden wir in einem der nächsten Teile uns anschauen. Zu wechseln auf ein hydrophileres Statin,
Wir hatten eben schon erwähnt, je hydrophiler das Statin, desto geringer die Nebenwirkungen im Muskelbereich. Und das wäre beispielsweise das Pravastatin. Letzte Möglichkeit wäre, langwirksame Statine einzusetzen und diese aber dann nicht jeden Tag zu nehmen, sondern jeden zweiten oder dritten Tag. Nochmal zu den Rhabdomyolysen. Problematisch bei schweren körperlichen Belastungen. Also es gibt Sportarten, die die Muskulatur enorm belasten, beispielsweise das Wasserskifahren, die Beinmuskulatur oder der Marathonlauf. Also wenn jetzt sowas ansteht, ist das Statin gegebenenfalls vorübergehend abzusetzen. Aber, großes Aber, bitte nur mit dem Arzt. Das heißt, der Arzt entscheidet, was dann zu machen ist. Es könnte im schlimmsten Fall dann eben bei der Rhabdomyolyse zum Nierenversagen kommen. Die Wechselwirkung steigt zusammen mit Fibraten und dem Ezetimib. Diese erzeugen selbst Myopathien und in der Kombination mit dem Statin wird das Ganze natürlich verstärkt. Dann bei den Statinen, die über CYP3A4 abgebaut werden, bekommen wir ein Problem mit CYP3A4-Hämmern. Und hier gibt es viele. Cyclosporin, das Amiodaron, Erythromycin, die Azol-Antimykotika, Grapefruitsaft. Folge: Die Bioverfügbarkeit steigt und damit steigt das Risiko für Myopathien. Schauen wir uns nun an, welche Statine werden über CYP3A4 abgebaut. Also Metabolisierung über CYP3A4 und auch Einfluss vom BGP. Das sind die Statine Lovastatin, Simvastatin und Atorvastatin. Beim Simvastatin kurze Halbwertszeit, deshalb die FDA-Empfehlung maximal 40 Milligramm pro Tag. Das aber nicht, wenn wir einen ZYP-Hämmer zusätzlich einsetzen. Dann das Lovastatin, das Mevinacor. Entdeckt wurde die Substanz in Pilzkulturen beim Monascus ruber. Entsprechend wurde die Substanz dann als Monacolin bezeichnet. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Red Reis, also rotem Reisprodukte. Hier wird Reis fermentiert und es entsteht unser Statin. Das BfArM hat gewarnt vor Red-Reis-Produkten. Zum einen, wenn zusätzlich dann ein Statin eingenommen wird, nehmen wir zwei Statine. Und zum anderen könnten bei der Fermentation krebserzeugende toxische Nebenprodukte entstehen. Dann zum Atorvastatin. Das ist eine Substanz mit ganz langer Halbwertszeit, also 14 Stunden. Wir hatten es eben gehabt, beim Simvastatin 2 Stunden. Folge: Unser Atorvastatin muss nicht abends eingenommen werden, sondern könnte auch morgens eingenommen werden. Zum anderen ist die Substanz ein stark wirksames Statin. Kurzer Ausflug zum Lipo-Bei. Enthalten war das Cerivastatin. Hier kam es in der Kombination mit Fibraten zu Todesfällen. Den Grund werden wir uns gleich näher nochmal anschauen. Das waren eben die Wechselwirkungen. Zum einen war das eine besonders potente Substanz und zum anderen besonders anfällig für Wechselwirkungen. Nun zu den Substanzen, die kaum über CYP3A metabolisiert werden. Hier kommt aber ein anderes Enzym ins Spiel, das CYP2C9. Das sind das Fluvastatin, dann das Rosuvastatin und das Pitavastatin. Die letzten beiden auch lange wirksam, Halbwertszeit sehen wir über 10 Stunden. Das heißt, auch diese können morgens eingenommen werden. Wenn Wechselwirkungen problematisch sind, bleibt das Pravastatin. Hier haben wir weder ZYP-Wechselwirkungen noch andere. Großer Nachteil, die Substanz ist nicht so stark wirksam wie die Superstatine. Wir haben zudem eine sehr starke renale Elimination, also bei näheren Funktionsstörungen muss die Dosis reduziert werden. Anders sieht es aus bei dem Fluvastatin, was wir hier haben.
hier die zwei Sternchen. Wir haben eine bevorzugte biliäre Elimination. Das heißt, das Fluvastatin ist günstig bei Nierenproblemen. Nun eine weitere Wechselwirkung. Es geht um das Transportprotein OAT, P1B und Hemmstoffe dieses Transportproteins. Hemmstoffe wären das Cyclosporin beispielsweise oder das Gamma-Fibrozil. Folge jetzt bei den Statinen, und das sind fast alle betroffen, Ausnahme das Fluvastatin. Besonders betroffen ist das Rosuvastatin und das Pitavastatin. Kommt es also zu einem gesteigerten Myopathierisiko. Und das war das Problem bei dem Lipo-Bei in Kombination mit dem Gamma-Fibrozil. Das ist, oder es wird immer noch eingesetzt, also ist ein entsprechender Inhibitor unseres Transportproteins, und dazu kamen Wechselwirkungen, in dem Fall aber über CYP2C9. Das hat dazu geführt, dass die Plasmakonzentration des Wirkstoffs von Lipo-Bei, was wir hier oben hatten, so angestiegen ist, dass es Todesfälle gab. Problematisch in Bezug auf das Transportprotein können auch genetische Defekte des Transporters sein. Dann zu den Wechselwirkungen. Die Statine Atorvastatin, Lovastatin und Simvastatin können selbst als PGP-Inhibitoren wirken. Schauen wir uns nun ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis an. Wir haben einen Patienten, der erhält Simvastatin und benötigt jetzt ein Antibiotikum. Der Arzt verordnet Erythromycin. Erythromycin ist ein potenter ZYP-Hemmer. Folge: Der Abbau von Simvastatin wird verzögert, gehemmt, und es kommt zu hohen Konzentrationen im Blut an Simvastatin. Und damit steigt natürlich die Gefahr für Muskelschäden, speziell für die Rhabdomyolyse. Was kann man nun machen? Also die Gefahr besteht in der Kombination Simvastatin und Erythromycin. Wo wir kein Problem haben, sind andere Statine, Statine, die nicht über CYP3A4 metabolisiert werden. Jetzt aber zum konkreten Fall. Wir könnten das Erythromycin herausnehmen und ein anderes Makrolid-Antibiotikum einsetzen, das nicht interagiert über CYP3A4. Das wäre das Azithromycin. Wir könnten auch die Klasse komplett wechseln beim Antibiotikum, zum Beispiel in den Bereich der Oral-Cephalosporine. Auf jeden Fall gilt, die Kombination aus Erythromycin und Simvastatin ist zu vermeiden, ist kontraindiziert. Eine Dosisreduktion des Statins ist oft nicht zielführend. Bleibt noch als weitere Maßnahme eine kurzfristige Unterbrechung der lipidsenkenden Therapie. Das so lange, wie das Antibiotikum eingenommen wird, und darüber noch 3 Tage hinaus. Das Ganze hängt dann ab von der Halbwertszeit unseres Enzymhemmers. Das Ganze könnte beim akuten Koronarsyndrom problematisch sein. Hier muss der Arzt dann entscheiden, ist eine kurzfristige Unterbrechung zu vertreten oder nicht. Auf jeden Fall gilt für den Patienten, der ein Statin einnimmt, er sollte auf Beschwerden wie Muskelschmerzen, Muskelschwäche, Krämpfe, dunklen Urin achten und, wenn das auftritt, mit dem Arzt Rücksprache halten. Das war das etwas größere Kapitel der Statine. Aber die Statine haben eine große Bedeutung in der Praxis, und viele, viele Patienten bekommen Statine. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.